Moin. So, wir starten heute unseren zweiten Tag mit Mietwagen. Und nachdem der gestrige Tag ja eher durchwachsen war, von den ganzen Stops und Nicht-Stops, die der Große gerne gehabt hätte oder wir auch gerne oder hätten mal mehr machen sollen mit Spielplätzen oder einfach Möglichkeiten, um sich auszutoben. Was allerdings dann nicht möglich war, weil vielleicht einige Lookout Punkte oder Parkplätze komplett proppevoll war, man also gar nicht erst anhalten konnte, man musste also an der Straße weiterfahren oder aber wir waren im Stau. Gab halt verschiedene Situationen, die nicht so gut gelaufen sind. Nichtsdestotrotz haben wir gestern quasi diese eine Route an der Ostküste quasi bewältigt oder sind da einmal lang gefahren, haben da ein paar Stops gemacht und zum Ende hin wurde es dann auch besser, wo wir unseren Stop hatten bei den Schildkröten und beim Shave-Eis. Das hat besser geklappt und auf jeden Fall war das zum Abend hin dann eine bessere Stimmung für alle. Wir sind danach dann auch zu unserer Unterkunft gefahren. Da hatte ich ja noch gesagt, dass wir dann jetzt losfahren, noch eine Stunde fahren. Das hat auch alles geklappt. Ich glaube, wir waren sogar einen Tick schneller und sind dann auch zum Nachtmarkt gegangen, haben dann noch was gegessen und dann ging es halt einfach für alle ein bisschen später ins Bett. Und heute Abend dann, war dann auch ein bisschen länger mit Schlafen. Und jetzt sind wir irgendwas um, jetzt ist es 10.30 Uhr, wir sind so um 10 Uhr gestartet. Wir sind jetzt als erstes hier auf ein Lookout drauf gefahren. Ich muss auch mal wegen dem Namen gucken, nicht, dass ich hier wieder was Falsches sage. Sag ich euch gleich, wenn es soweit ist. Genau, und haben auf jeden Fall schon mal den Tag gestartet mit einem riesigen Pulaka Lookout. Viewpoint. Genau. Man fährt hier irgendwie 20 Minuten aus Honolulu raus bis hier oben hoch auf den Berg. Hier kann man ja direkt parken, seht ihr ja auch. Den Ausblick habe ich euch ja eben gerade dann auch schon gezeigt. Auf jeden Fall ein riesengroßer sehr hoher Ausblick auf ganz Honolulu bis Waikiki hin. Man sieht den Diamond Head Crater. Man kann ja auf jeden Fall vieles sehen. Und genau, damit wollten wir den Tag starten. Das wollten wir gestern dann nicht noch irgendwie einschließen. Haben gedacht, das machen wir heute. Tantalusberg ist das hier wohl auch. Und jetzt fahren wir gleich wieder zurück in die Stadt. Wir wollten nochmal vielleicht beim Punch Bowl Krater vorbeischauen, bevor wir dann unsere Route fortsetzen. Bleibt dran! Thank you.
Moin. So, nochmal kurzes Sprachupdate, Vlog-Update für euch. Wir waren ja zuletzt, abgeschlossen ist, noch am Handvollquater nach dem ersten Lookout. Allerdings hatte es da auch angefangen zu regnen und wir konnten da deshalb nicht gerade noch zu dem Lookout raus und sind dann einfach mit dem Auto wieder weitergefahren. Wir sind dann einmal den Highway wieder an die Ostküste und dann die Interstate wieder zurück, quasi um einmal durch die Tunnel zu fahren und die Landschaft zu sehen. Auch da hatte es geregnet und die Aussicht war bescheiden. Es war cool, die Berge und den Nebel zu sehen. Allerdings war halt nicht viel mit groß aussteigen und Drohne fliegen. Und dann sind wir den ganzen Weg jetzt die Westküste hoch bis zum Kaina Point. Da konnte ich mal kurz Drohne fliegen um einen abgelegenen Punkt. Und jetzt sind wir quasi wieder auf dem Weg zurück und sehen das hier. Eine riesige Höhle. Und da wollen wir jetzt mal rein und nehmen euch einmal kurz mit. Geht wahrscheinlich auch nicht so weit rein. Aber wir gucken mal. Zum Häuschen? Mal gucken, wer hier drinnen wohnt. Ah, der Müll liegt hier. Hier wohnt der Müll. Glasscherben, Dreck. Hier tropft es auch noch. Ja, Müll oder ist das ein Andenken? Tropf, Tropf. Ah, okay, das ist vielleicht eher eine Gedenkstätte. Oh, guck mal, Fledermäuse gibt es hier. Die liegt hier jetzt auf dem Boden, die Fledermaus. Oder was auch immer das war. Ah, es ist ein Vogel, es ist keine Fledermaus. Da, ein ganz kleiner Vogel. Der ist wohl gerade vom Nest gefallen. Wo auch immer hier das Nest ist. Oder er hat sich hier verflogen. Genau. So, dann schauen wir mal noch, was es hier noch so gibt. Und viel ist es denn wohl auch nicht. Aber so wie das hier aussieht, mit Kranzniederlegung, und weiterem. Genau, ist das wohl eher eine Gedenkstätte. Da liegt noch ein Dollar. Und Obst und anderes. Ich weiß nicht, seht ihr hier überhaupt was? Ah ja, doch. Na, ich glaube, da hinten geht es nicht viel weiter. Ich guck mal kurz, was es hier noch so zu entdecken gibt. Was, welches Skelett mich jetzt hier gleich anspringt oder in welches Indiana Jones Abenteuer ich jetzt hier falle. Man sollte ja eigentlich nur dahin treten, wo man noch hingucken kann. Okay. So. Da unten scheint es mir noch weiter zu gehen. Das ist wie so eine Krabbelhöhle. Das ist ja abenteuerlich hier. Guck mal an, ja. Da kann man reinkrabbeln. Okay. Und ihr sagt jetzt, ich soll da wahrscheinlich rein. Aber da Torben so ein bisschen Klaustrophobie hat, das bin ich, lasse ich das lieber. Weiß nicht, wie weit kommt ihr da rein? Viel zu sehen ist da, glaube ich, nicht. Genau. Wenn ich richtig liege mit solchen Erzählungen zur Kranzniederlegung, geht es ja auch immer darum, dass solche Höhlen und Höhleneingänge Übergänge zu anderen Welten sind und man deshalb hier quasi entsprechende Opfergaben niederlegt. Das kann ja aber auch aus irgendwelchen anderen Gründen sein. Ja, mehr ist hier nicht in der Höhle. Genau. Keiner ist da. Nur wir sind gerade hier. Wir gehen jetzt auch wieder raus, würde ich sagen. Okay, der Große will sich hier noch ein bisschen umgucken, aber zu euch sage ich schon mal Tschüss.
Moin. So, unsere Route für heute ist jetzt quasi fast vorbei. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg, auf dem Highway und kommen, oder der Interstate, und kommen ja automatisch eher an Kapolei vorbei. Kapolei sind wir ja vor 6 Jahren quasi per Zufall auf Keys aufmerksam geworden, per Airbnb, der hat da gerade mit angefangen. Und das war quasi auch unsere erste House-Sitting-Möglichkeit, die wir halt hatten. Sein Haus ist jetzt hier hinter uns. Leider wohnt er nicht mehr hier und hat quasi auch diese also deswegen uns das ja nicht mehr anbieten können. Wir waren noch mit ihm in Kontakt getreten vor unserer Reise. Er wohnt jetzt auf dem Festland und wir haben aber einfach gedacht, Erinnerung halber, machen wir hier nochmal einen kurzen Zwischenstopp. Wir waren auch eben gerade einkaufen hier in den Supermarkt, weil wir dachten, macht es einfacher als jetzt sonst irgendwo anders nochmal auf dem Rückweg. Ah, wartet mal. Ja, Wassertropfen macht es jetzt nicht besser wahrscheinlich. So vielleicht. Dass es einfacher ist, da halt kurz zu halten, bevor wir nochmal in der Nähe von unserer Unterkunft anhalten müssen. Genau, für uns ist der heutige Tag dann auch schon quasi vorbei mit den Ausflügen. Es regnete immer wieder den ganzen Tag, alles ist bewölkt, anders als wir uns das gedacht hatten. Allerdings wäre es wahrscheinlich, ohne Mietwagen auch nicht besser geworden, weil wir hätten ja wirklich nirgendwo groß hingekonnt. Und so hatten wir zumindest die Möglichkeit, ja noch ein paar Orte zu sehen und im Auto durch die Gegend zu fahren. Von daher steige ich jetzt wieder ein, dass die anderen nicht groß warten und sage mal Tschüss, schönen Tag euch noch. Moin! So, meine Stimme ist leider nicht so die beste. Der Große und ich, wir sind jetzt gerade mit dem Mietwagen wieder zum Flughafen gefahren. Wir haben hier den Mietwagen abgegeben. Da vorne steht er. Es gab jetzt nur noch irgendwie ein kleines Problem mit dem Luftdruck. Seit gestern schon ist vorne links der Luftdruck vom Reifen halt extrem runtergegangen. Das habe ich jetzt gerade mit dem Kollegen hier gecheckt, aber der sagt, das ist alles soweit in Ordnung. Und deshalb müssen wir uns da jetzt nicht weiter darum kümmern. Wir haben das nochmal kurz aufgetankt. Jetzt gibt es einen Lolli, ne? Super. Und wir wollen jetzt gleich wieder zur Bushaltestation und dann geht es mit dem Bus wieder zurück zur Unterkunft. Mal schauen, was wir heute machen. Bisher sieht das Wetter etwas besser aus. Die ganze Nacht hat aber durchgeregnet. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich gucke noch mal kurz, ob ich alles in den Taschen habe. Und dann würde ich sagen, tschüss Mietwagen. Leider haben wir zwei nicht so gute Tage erwischt. Es hat ja auch viel geregnet, aber wie gesagt, man hätte auch bei viel Regen nicht kurz was anderes machen können. Also von daher ist es, wie es ist. Für uns geht es jetzt weiter und Ende der Woche verlassen wir ja auch Hawaii schon. Habe ich noch irgendwas vergessen, Großer? Okay, mit Lolli im Mund ist auch nicht viel zu sagen. Bis dann!